Herzlich willkommen zu diesem Sommer-Kids-Treff hier in den Sommerferien. Schön, dass du wieder dabei bist. Es ist so heiß, es ist schwül. Ich brauche hier Sonnencreme ohne Ende. Also ich glaube nicht, dass ich es hier noch länger in der Sonne aushalte. Es ist ja mal frisches Wasser, das bräuchte ich ja zum Reinhüpfen, zum Planschen. Genau das Wasser ist das Stichwort. Ne? Schnell mal was trinken in der Hitze. Puh, da ist man am Kochen. Ich hoffe, ihr könnt die Sommerhitze auch so genießen bei euch zu Hause. Es ist ja der Wahnsinn hier. Heute im Kindergottesdienst geht es ja auch um das Stichwort Wasser. Das ist wichtig an heißen Sommertagen. Was? Ist die Kamera auch am Laufen? Also, das kann doch nicht sein. Ist sie am Laufen? Da sieht man ja alles hier, was ich hier manipuliert habe am Video. Na gut, also... Es fließt und bleibt. Heute geht es ums Wasser. Leider ist die Wettervorhersage so, dass wir natürlich Regen haben. Ganz viel Wasser von oben. Ja, trotz Regen geht es aber auch um Erholung. Wie können wir uns erholen? So richtig vor allem. Nicht nur so halb in den Sommerferien. Das ist jetzt auch noch dran. Ihr habt ja noch ein paar Wochen Sommerferien. Davor will ich aber noch mit euch beten. Jesus, vielen Dank, dass wir jetzt hier diesen Kindertreff haben können. Und danke, dass wir Ferien haben, dass wir trotzdem eine gute Zeit haben können, auch wenn es regnet. Und danke, dass wir von dir wieder neue Impulse bekommen können. Amen. Wir singen jetzt das Lied Jesus ohne dich, da wäre alles blöd. Ja, Jesus ohne dich ist alles nichts. Selbst die Ferien sind nichts ohne Jesus. Selbst der Regen ist nichts ohne Jesus. Man hat, ja, genau, in dem Lied wird alles beschrieben. Das singen wir jetzt. Und danach ist die Annette wieder dran. Mit ihren Kindern hat sie wieder was aufgenommen. Und da schauen wir gleich rein. Viel Spaß damit. So wie Pommes ohne Ketchup, wie ein Schlauchboot ohne Luft, so wie Sommer ohne Sonne, so wie Joghurt ohne Frucht. So bin ich Jesus ohne dich, so bin ich Jesus ohne dich, so bin ich Jesus ohne dich, hey, so bin ich ohne dich. So wie Cola ohne Kühlschrank, so wie Fußball ohne Tor. So wie Nudeln ohne Soße, so wie Sänger ohne Chor. So bin ich Jesus ohne dich, so bin ich Jesus ohne dich, so bin ich Jesus ohne dich, ey, so bin ich ohne dich. So wie Schule ohne Ferien, Schweinebraten ohne Kraut. Ungefähr einer Stunde wandern. Wie lang ist es noch? Ich kann nicht mehr. Mir ist so heiß. Und ich hab Durst. Mir tun die Füße weh. Ich hab auch Hunger. Können wir endlich eine Pause machen? Wie hoch ist dieser Berg eigentlich? Da lese ich doch tatsächlich in der Bibel Neues Leben. Da steht, Jesus war erschöpft von der langen Wanderung. Ich finde es einfach so toll, dass Jesus Mensch geworden ist und dass er so gelebt hat wie wir und dass er das kennt, dass wir mal erschöpft sind, dass wir müde sind, dass er das selber erlebt hat. Und
Ich glaube, ihr könnt alle so stolz auf euch sein. Ihr habt dieses Schuljahr mit Corona so gut gemeistert und ihr habt so viel geleistet. Und jetzt ist man echt erschöpft. Erschöpft von den Hausaufgaben, von der Lernerei, die Eltern, von dem Homeschooling. Und es ist richtig toll, dass wir jetzt so lange Ferien haben und eine Pause haben und einfach mal nichts tun, den Schulranzen in die Ecke stellen können und uns richtig, richtig ausruhen. Und Jesus, als er so erschöpft war nach dem Wandern, hat er sich an den Brunnen gesetzt und auch ausgeruht. Und das war ganz wichtig, denn jetzt hatte er Zeit. Und diese Zeit und diese Ruhe brauchte er für einen ganz speziellen und besonderen Auftrag von Gott. Und er müsste eigentlich gar nichts tun, sondern ganz normal leben und freundlich sein. Und da kam auch schon jemand. Es war ganz ungewöhnlich, weil es war die Mittagszeit, wo es ganz heiß war in dem Land, in der Nähe der Stadt Sychar. Da kam eine Frau. Was wollte die denn in der Mittagshitze? Ganz alleine wollte sie an Brunnen. Jesus erkannte, das war eine Samaritanerin. Und Jesus war ein Jude und die Juden reden gar nicht mit Samaritanern. Da drehen sie denen den Rücken zu und dann auch noch eine Frau. Völlig unnötig. Aber Jesus war anders. Seine Liebe gilt für jeden Menschen und er grenzt niemand aus und bei ihm ist jeder wichtig. Eine Frau, ein Mann, ein Jude, ein Nichtjude. Alle sind für Jesus ganz wichtig. Und die Frau kam und dachte schon, oh nein, da ist ein Fremder. Und oh, hoffentlich behandelt er mich nicht so schäbig. Aber ich brauche jetzt ganz dringend Wasser. Sie hatte ihren Wassereimer dabei, damit wollte sie am Brunnen Wasser schöpfen. Na gut, ist sie eben hingegangen. Und was passierte? Der Mann sprach sie an. Jesus sagte, bitte, schöpf mal mit deinem Wasser, mit deinem Eimer Wasser und gib mir zu trinken. Was sagte die Frau? Du fragst mich, ob ich dir zu trinken gebe. Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Wieso sprichst du überhaupt mit mir? Jesus sagte zu ihr, wenn du wüsstest, Frau, was für ein Geschenk Gott für dich hat, dann würdest du, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich sofort fragen. Und weißt du, ich würde dir nicht Wasser geben, sondern ich würde dir eine Quelle geben in dir drin und die hat immer Wasser und die hört nie auf zu fließen. Was, sagte die Frau, aber du hast doch überhaupt keinen Eimer und du hast auch gar kein Seil. Wie willst du denn Wasser aus diesem Brunnen holen? Der ist total tief. Bist du denn größer als unser Vater Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Weißt du, das Wasser, das du jetzt holst, da musst du morgen wieder kommen, übermorgen, am nächsten Tag und. Jeden Tag musst du wieder zum Brunnen gehen und neues Wasser holen. Aber das Wasser, das ich dir gebe, das wird in dir eine Quelle und du brauchst nie mehr neues Wasser holen. Boah, sagte die Frau, das will ich. Herr, gib mir solches Wasser, dass ich nicht mehr kommen muss und jeden Tag Wasser schöpfen muss. Stellte Jesus eine ganz ungewöhnliche Frage. Er sagte plötzlich, geh mal und hol deinen Mann. Oh, die Frau wurde ganz still und sagte, ich habe keinen Mann. Stimmt, sagte Jesus, das hast du ganz richtig gesagt. Du warst echt ehrlich. Du hast 5 Männer gehabt, mit denen du verheiratet warst. Und jetzt lebst du mit einem zusammen, aber mit dem bist du nicht verheiratet. Das ist nicht dein Mann. Das hast du richtig gesagt. Wow, sagte die Frau. Jesus, der, wieso kennt der mich? Wieso weiß der, wie viele Männer ich hatte? Wir haben uns doch zum ersten Mal heute gesehen. Wow, sie staunte und sie sagte, Jesus, ich weiß, du bist ein Prophet. Und ja, jetzt könnte sie endlich ihre Frage loswerden, die sie schon immer hatte. Wenn Jesus weiß, wie es bei ihr daheim zugeht, dann wird er das auch wissen. Und er sagte, Jesus, die Juden, die sagen immer, nur in Jerusalem kann man beten, nur da in dem Tempel. Und wir Samaritaner sagen, wir können auch hier bei uns auf dem Berg beten.
Ach, sagt Jesus, das ist bald überhaupt gar nicht mehr wichtig, wo man betet. Ob in Jerusalem, ob auf der Wiese, ob auf dem Berg, ob, was weiß ich, in der Wüste. Aber von den Juden kommt der Retter. Und der Retter ist schon da. Denn die Juden haben ganz viel von Gott gehört. Aber es ist dann nicht wichtig, wo du betest, sondern wichtig ist, dass Jesus in deinem Herzen wohnt. Und dann kannst du, egal wo du bist, überall beten. Dann ist es ein Gebet, das Gott gefällt, weil es ist die Wahrheit und dann ist sein Geist in dir drin. Wie eine Quelle und du kannst immer mit ihm sprechen. Die Frau sagte, ja, ich weiß, es soll der Retter kommen, der Messias und der wird uns das alles erklären. Da sagte Jesus, ich bin es. Die Frau war ganz überwältigt, aber da kamen gerade die Jünger, die waren in der Stadt Sychar gewesen und hatten Essen gekauft. Die kamen zurück und die haben sich gewundert, dass Jesus mit einer Frau da am Brunnen spricht, was er da wohl gemacht hat. Aber sie haben sich nicht getraut zu fragen. Aber die Frau war glücklich. Vor lauter Freude hat sie ihren Krug in Eimer einfach stehen lassen, ist in die Stadt gerannt und hat den Leuten gesagt, kommt, 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 da ist einer, der hat mir alles gesagt, der hat alles gewusst, was bei mir zu Hause ist. Und kommt, ihr müsst ihn kennenlernen. Er hat mir eine Freude gegeben, er hat lebendiges Wasser. Und sie war ganz aufgeregt. Endlich hatte sie jemanden gefunden. Endlich hatte sie die Lösung gefunden. Und die Jünger, die haben zu Jesus gesagt, hier, wir haben dir Essen gekauft, du warst doch so erschöpft, jetzt iss mal schnell was. Und Jesus sagt, nee, ich brauche jetzt gar nichts mehr zu essen. Wie, hast du denn keinen Hunger mehr? Aber Jesus sagt, ich bin so froh, dass ein Mensch Gott gefunden hat. Und diese Freude, die gibt mir alles, die macht mich satt. Da brauche ich jetzt gar nichts mehr essen. Und Kinder, ich wünsche euch, nehmt Jesus mit in euren Urlaub. Vergesst ihn nicht, weil er gibt euch die neue Kraft. Er gibt euch die richtige Erholung. Natürlich dürft ihr ausschlafen, in Liegestuhl schwimmen gehen, baden gehen und alles, was ihr wollt, wandern gehen, machen. Aber Jesus gibt dir richtige neue Kraft für das neue Schuljahr. Und dann hat Jesus auch zu seinen Jüngern gesagt, nicht erst im Herbst beginnt die Ernte, wo alles von den Feldern geerntet wird, sondern auch jetzt im Sommer gibt es Menschen, die mich suchen, die einsam sind, die traurig sind, die mich nicht kennen und meine Kraft und meine Worte. Und dafür bin ich gekommen. Und die Menschen in der Stadt Sychar, als sie hörten, wie die Frau geredet hat und wie die sich verändert hat, dann sind die tatsächlich mitgekommen und wollten auch Jesus kennenlernen. Und viele kamen zum Glauben an Jesus. Und dann haben sie gesagt, Jesus, komm in unsere Stadt und bleib bei uns noch und sag uns mehr von dem, was die Frau uns da erzählt hat. Und tatsächlich, Jesus blieb 2 Tage in dem Ort und hat den Menschen alles erklärt, was sie wissen wollten über Gott. Und dann haben die Menschen danach gesagt, jetzt glauben wir nicht mehr wegen der Frau, sondern jetzt glauben wir, weil wir selber Jesus erlebt haben und gehört haben, wer er ist. Und wir wissen jetzt, er ist der Retter der ganzen Welt. Er hat unser Leben froh gemacht. Vielen, vielen Dank, Annette, und an die Kinder, dass ihr uns diese Geschichte von Jesus mitgebracht habt und dem Thema Wasser und Ruhe finden, aber auch noch weitergedacht. Vielen Dank dafür. Jetzt sind ja noch Sommerferien. Die Annette hat schon gesagt, dass die richtige Erholung, die finden wir natürlich in den Ferien, weil wir weniger Schulstress haben. Aber bei Jesus findet man die richtige Erholung, also so diese wirklich tiefe Erholung. Bei Jesus kann man so ankommen. Und man darf Erholung finden. Er kann das schenken, dass wir uns erholen und vorbereitet sind wieder für die Schule. Und ich möchte das jetzt aufgreifen und in einem Gebet Jesus da bitten, dass wir auch jetzt wirklich Erholung bekommen von ihm. Seid ihr dabei? Betet ihr mit? Jesus, ich danke dir, dass du uns Erholung schenken möchtest, dass du uns so jemand bist, der wie frisches Wasser ist, dass wir erfrischt werden durch dich und wieder motiviert werden können für die Schulzeit
Und ich möchte dich bitten, dass wir wirklich Erholung finden können, auch wenn wir jetzt in der nächsten Woche viel Regen haben werden und zu Hause sitzen vielleicht oder vielleicht sogar unterwegs sind und eine Wanderung machen oder sonst was anderes. Herr Jesus, du kannst uns da wirklich richtig Erholung schenken. Amen. Ich freue mich auf nächsten Sonntag. Dann sehe ich euch nämlich wieder, wenn ihr wieder einschaltet. Das finde ich klasse, wenn wir uns da immer wieder sehen können. Und natürlich seid ihr auch immer eingeladen, hierher zu kommen. Es gibt auch ein paar Kindertage am Ende der Sommerferien. Vielleicht seid ihr auch dabei. Alle Infos findet ihr auch hier unter dem Video nochmal verlinkt. Ich freue mich, wenn ihr mal reinschaut und vielleicht sogar eure Freunde einladet und mit dabei seid. Das wäre super. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.